Dagmar. Guten Morgen. Wir haben natürlich auch heute wieder einiges vor, aber bevor wir loslegen, wollen wir gerne noch mal eine kleine Hausaufgabenüberprüfung machen zum Thema Rückruf, und zwar mit dem Carlos und mit dem Moose. Ihr bleibt bitte noch mal hier, den Rest bringen wir jetzt mal eben rein. Muss da wohl jemand nachsitzen? Der Rückruf ist mir persönlich ja besonders wichtig und deswegen achten wir jetzt auch gleich nochmal darauf. Trainieren die Besitzer wirklich zu Hause? Wird das umgesetzt und sehen wir da einen Fortschritt? Fangen wir mit Moose an? Ja, gerne. Ja? Eva, kannst du ihn so ganz leicht, also ja. Wir brauchen wirklich noch gar nicht so viel Ablenkung. Wir gehen mal ein Stück hier rüber. Im Wald löst Moose seine Aufgaben perfekt. In der Klasse zählt er aber noch nicht zu den Musterschülern. Was wir jetzt sehen wollen, ist, dass beim Pfiff eine direkte Reaktion vom Hund kommt, dass man nicht erst animieren muss. Ob Moose schon gelernt hat? So, Eva lenkt ab. Hatta! Ja, das ist auf einem guten Weg. Das gefällt mir richtig gut. Ja. 2, 3, 4, maximal 5-mal am Tag, häufiger nicht, gerade in der Aufbauphase, auch wenn es mega Spaß macht, wenn es so toll funktioniert, aber damit es auch langfristig hält, nicht so oft. So, jetzt wäre dann der Carlos an der Reihe. Bist du schon wach, Carlos? Ja. Komm, du darfst. Carlos, Bühne frei. Komm. Arbeiten! Schule geht los. Komm. So. Ich gebe dir ein Zeichen. Guck mal hier. Oh. So, jetzt. Yeah! Sehr schön. Wir übernehmen jetzt mal die Hunde. Ihr habt ein bisschen Freizeit und wir sehen uns später. Ja? Die Hausaufgaben sitzen. Dann kann es ja mit dem Unterricht für die ganze Klasse losgehen. Der Klassenlehrer hat wieder ein paar tolle Unterrichtsschwerpunkte gesetzt. Da wartet also jede Menge neuer Stoff auf seine Schüler. Gleich ist die Pause vorbei. Dann heißt es wieder Pauken. Den Start macht heute Coco. Ah, Eva, sehr gut. Ja. Vielleicht kannst du mir kurz helfen. Natürlich. Denn wir starten ein neues Thema heute. Und zwar geht es um das Thema Abbruchsignal. Was bedeutet das? Was ist das? Das ist quasi ein erlerntes Nein. Das wollen wir den Hunden jetzt beibringen. Zum Beispiel in so einer Situation. Coco, komm mal her. Das kennt ihr vielleicht auch von zu Hause. Das passiert ganz oft. Eben, zum Beispiel bei Coco. Das 17 Wochen alte Labrador-Mädchen kennt zu Hause nur Schlafen und Fressen. Coco-Maus! Für Coco ist ihr Name gleichzusetzen mit einer Fressaufforderung. Und das ist für ihre Eltern kein Spaß. Ja, wir haben ziemlich viele Hortensien. Und Hortensien sind halt giftig für Hunde. Von daher müssen wir. Ach so? Ja, das sagte die Tierärztin. Und steht auch auf der Liste, die wir bekommen haben. Okay. Genau, und da müssen wir dann natürlich extrem drauf achten. Klar, jetzt nicht, wenn sie eine kleine Menge frisst, aber wir wollen es halt, oder ich will es gar nicht drauf ankommen lassen, dass sie meint, oh ja, die sind lecker, yum yum, und ich esse halt weiter fleißig an den Hortensienblättern. Kann's auch keine 2 Minuten draußen alleine lassen. Hey, da bin ich schon wieder. Coco, hey. Dabei sind Pflanzen Cocos Leidenschaft. Und das nicht nur zu Hause. Coco, komm her. Wie gut, dass André und Eva Coco nun die Flausen austreiben wollen. Normalerweise haben wir unsere körpersprachliche, direkte Kommunikation. Aber manchmal ist es auch für die Besitzer ein bisschen entspannter oder leichter, wenn wir ein erlerntes Nein aufbauen. Wie man das beibringt, das machen wir jetzt mal hier gerade mit der Coco vor. Komm mal her. So, das ist ein ganz einfaches, schönes Spiel am Anfang. Das heißt, ich halte das hier hin, der Hund darf es fressen. Ihr macht gar nichts. Einfach nur Futter hinhalten, die darf sich bedienen, 3, 4 Mal. Und dann werde ich bei irgendeinem Versuch sagen, lass es und mach die Hand gleichzeitig zu. Und warte, bis der Hund sich brav zurücknimmt, sich hinsetzt, also einfach wirklich zurückgeht und belohne das sofort. So, hier kann sie es haben, hier nicht. Lass es. Und sie nimmt sie zurück und fein, super. Das markern wir wieder mit unserem Markerwort, ne, damit wir exakt den richtigen Moment hier auch rausarbeiten. So, sie kann sich belohnen und dann kommt, lass es. Fein, sehr schön. Manche probieren es auch vielleicht noch mal 5, 6 Sekunden. Sie kommen aber nicht dran an der Zuhnhand. Dann werden wir das verbieten. Dann löst es wieder auf. Jetzt. Dann darf sie es fressen. Ich kann es auflösen, muss aber nicht. Manchmal hat man ja auch draußen Situationen, in denen man Verbote stehen lassen muss. Ja, zum Beispiel, wenn irgendwas auf dem Boden liegt, was giftig sein könnte oder ungesund einfach ist. Bei Coco sitzt das Kommando. Jetzt kommt die Schleppleine zum Einsatz.
Aber wofür eigentlich genau? Dann werden wir jetzt steigern. Eva, vielleicht kannst du es mal machen. Ich kann es dabei ein bisschen erklären. Also wir haben die Leine, die ist wichtig. Die müsst ihr auch zu Hause dran machen. Und dann kommt gleich spontan unser Abbruchsignal mit rein. Und wir sichern es mit der Leine ab. Lass es. So, wir warten hier. Sie nimmt sich zurück. Ja. Und dann wird sie sofort belohnt. Genau. Wir markern das wieder im richtigen Moment. Dann darf sie es nehmen. Dürfte sie es jetzt auch nehmen? Ja. Wenn Eva es freigibt, natürlich nur. Jetzt darf sie sich es wiederholen. Es ist ein klassisches, erlerntes Verhalten. Ja. Ein guter Anfang. Ob das bei Carlos auch klappt? Lass es. Hand zumachen. Warten. Bis er sich zurücknimmt. Und zwar mit beiden Pfoten. Fein, sehr schön. Da war jetzt schön zu sehen, wie er sich zurücknimmt. Der schiebt sich einfach zurück. Dann belohne ich sofort und kann jetzt auch noch mal jetzt einmal auflösen. Er kann sich das nehmen. Also weiter mit der Leine. Und ganz viel Futter. Lass es. Nicht noch fünfmal das Kommando wiederholen, sondern einfach mal warten, weil irgendwann ändert der Hund sein Verhalten, wie jetzt hier auch bei Carlos zu sehen, auch wenn es mal irgendwie 5 oder 10 Sekunden dauert. Jetzt. So. Lass es. Mensch, das ist aber alles auch so verlockend. Warten, bis der Fokus zu Eva kommt, in mehreren Schritten hier. Und er dann da bei ihr belohnt wird. Vielleicht gibt's die Belohnung statt mit Augenaufschlag auch mit einer Show-Einlage. Der Clown. Du darfst es gleich, wenn du mich mal anschaust. Aber das Futter sollte man ja auch nicht aus den Augen verlieren. Na gut, die Lehrer haben mal wieder gewonnen. Jetzt. Und damit hat Carlos genug gemacht. Eddie ist dran. Und die Freude steht ihm wahrlich ins Gesicht geschrieben. Eddie ist wie immer hochmotiviert. Der kann schon gar nicht erwarten, dass wir irgendwas mit ihm trainieren. Also auch mit dem Eddie fangen wir wieder an. Wir gehen runter, nehmen uns ein bisschen Futter. Und dann geht das Spiel ganz einfach los. Er darf sich nehmen. Ihr müsst es nicht kommentieren. Irgendwas einfach hinhalten, fressen lassen. Der ist aber gierig. Lass es. Lass es. Lass es. Jawohl, sehr gut. Okay. Das ist aber auch eine Herausforderung. Du musst auch kauen, Junge, sonst wird es irgendwie ungesund. So, lass es. Lass es. Fein, sehr gut. Bei Eddie sieht die Steigerung anders aus. Er trainiert gleich ohne Leine. Lass es. Genau. So, er nimmt sich zurück. Und dann können wir hier auch wieder auf den Blickkontakt warten. Warten. Ein Wort, das Eddie gar nicht gerne mag. Jetzt. Für den ersten Aufbau, kurze Trainingseinheit, sacken lassen. Genau, komm. Mittagspause. Und die wird selbst bei den Welpen ausnahmsweise mal nicht zum Toben genutzt. Der Klassenraum wird diesmal kurzerhand zum Schlafraum. Yeah.